Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe so einiges bei SES Creative bestellt, beziehungsweise habe ich es über Amazon bestellt. Alle Links findet ihr unten in der Infobox und ich möchte euch jetzt zeigen, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, was ich alles bestellt habe für Vince. Ich habe schon einige Produkte von SES Creative. Die habe ich euch schon mal gezeigt, so um die Weihnachtszeit rum. Das Video kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir neu haben. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur dieses Produkt hier bestellen. Und zwar ist das so ein Prickelset. Prickeln macht Vince relativ gern und häufig im Kindergarten. Mir war das gar nicht so geläufig, obwohl ich glaube, dass ich das früher auch im Kindergarten gemacht habe. Das ist von 3 bis 6 Jahren. Und wer das so gar nicht kennt, also man hat halt so eine Korkmatte und so einen Prickelstift und hier verschiedene Motive und dann wird es mit dieser Nadel halt ausgestochen und er kann das schon sehr, sehr gut halt, weil sie es ihm im Kindergarten einfach angelernt haben und weil sie es halt dort sehr oft und gerne machen, wollte ich mir so ein kleines Set mal für zu Hause zulegen. Die Sachen von SES Creative sind zum Glück auch nicht so teuer und das ist auch was Schönes mal zu mitnehmen, weil es halt auch nicht so groß ist und genau. Ich lerne Figuren ausstechen. Welches möchtest du machen? Das. Was ist das? Rakete. Okay. Nein, nicht auf den Tisch. So. Also hier unten ist diese Filzunterlage. Dann legen wir das hier so drauf. Und Vince weiß eigentlich schon ziemlich genau, was er machen muss. Du musst immer auf die Punkte, ne? Genau, prima. Ich mache eine Rakete. Ja, du machst eine Rakete. Tim. Was darf ich da abmachen? Dänen. Das zweite habe ich so oder so ähnlich bei Niki von Family Book gesehen. Und zwar ist das so ein Mosaik-Set, auch wieder von 3 bis 6 Jahren. Ich lerne Mosaike legen. Und man hat quasi diese Figuren und diese Plättchen und muss die dann auf die richtige Form aufbringen. Da bin ich gespannt, inwiefern Vince das schon so hinbekommt. Ansonsten, man muss ja, wenn man mit Kindern bastelt, so ein bisschen seinen eigenen Perfektionismus ablegen und die Kinder einfach machen lassen. Das muss nicht immer toll aussehen und gerade sein und richtig sein. Hauptsache, sie machen einfach und sind kreativ. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie er das finden wird. Hier sind 4 Motive, also ein Igel, ein Fisch, eine Schnecke und eine Schildkröte. Genau, und auch das findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und als ich dann halt einmal so bei Amazon, bei SES Creative so rumgestöbert habe, habe ich dann noch 2 Sachen gefunden, die ich so halt überhaupt gar nicht auf dem Plan hatte. Aber ich dachte, wenn ich einmal bestelle. Und zwar, das ist jetzt, ich lerne kleben. Da hat man solche schwarz-weißen Bildchen, und zwar 16 Stück sind da drin. Und solche Kleberollen in 5 verschiedenen Farben. Und das wird dann hier so, ja, einfach aufgeklebt. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ist auch wieder von 3 bis 6 Jahren. Da bin ich gespannt, wie Vince sich damit tut, ob er das schon hinbekommt oder ob wir noch eine Weile warten müssen. Also da bin ich mir unsicher, ob er es schon hinbekommt. Mal sehen. Wir werden das ja alles ausprobieren. Und als ich das gesehen habe, habe ich dann auch noch das hier gesehen. Und zwar, das ist dann, ich lerne schneiden. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, weil mir im Kindergarten schon gesagt wurde, wir sollen mal so zu Hause ein bisschen üben, das Schneiden üben. Und hier sind einfach so Formen vorgegeben, wo die Kinder dann halt ja, das Schneiden üben können. Also halt auch verschiedene Musterwellen, aber auch gerade Linien und Zickzacklinien. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Man hat 16 normale und 8 sehr große Motive da drin. Und was ich halt noch gar nicht hatte, war eine ordentliche Schere für Vince. Und da habe ich auch bei SES Creative eine mitgenommen. Die ist sogar schon ab 2 Jahren. Ich habe die in Rot genommen. Sicher steht er da. Ist nur für Papier gedacht. Also die schneidet weder Haare, Finger noch Textilien.
Und das wird halt jetzt in Kombination einfach mal ausprobiert. Wie gesagt, ihr findet alle Produkte unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und hat euch vielleicht ein paar Anregungen gegeben. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!